im Abend schneller lang. Da ist eine Region, wo Brauchtum und Technik mit so einer Wucht aufeinandertreffen, wie zwei beschleunigte Teile im Sernon. Mein Name ist Adonis Hunlieber, bin rund 25. Ich fliege schon seit etwa 30 Jahren Gleitschirm. Davon habe ich schon etwa 20 Jahre die Flugschule Abendschnell. Wir können zu fassen stellen. Ein Ort, wo der Sinn auf der Alp fröhlich ins Jodelt, während ein paar Hightech-Freaks die Höhe der Unebenalp mit mörderischem Infinity Tumblings vernichtet. Mit Teil liegt die Flugschule Abendschnell. Grüß Gott! Kannst du um 5 lieben, den Parkplatz? Also die Flugschule habe ich mit Sigrid zusammen gegründet. Das ist optimal natürlich, wir ergänzen uns so gut. Jeder ist in seinem Bereich, wo er seine Stärken ausspielen kann. Willst du mich verrückt machen? Und das, was er auch gerne macht. Also, das trägt natürlich auch zu der Zufriedenheit in unserem Team bei. Der hat dringend so Sprüche machen, er, der den ganzen Tag bloß im Himmel oben umeinander hängt. Und ich hocke den ganzen Tag hier im Büro. Telefon abnehmen, so blöde Fragen beantworten, kopieren, Brief rauslassen, Rechnungen schreiben, das gibt Geld. Die nächsten 20 Jahre, da tauschen wir unsere Plätze. Ja, natürlich können wir auch auf ein sehr gutes Team zurückgreifen. Der Fabrizio ist gerade abend, wo unser Team abrundet. Das Wichtigste beim Fliegen ist der Notschirm. Da fahren nämlich 5. Mir ist ganz wichtig bei allen Mitarbeitern, dass die Pünktlichkeit im Vordergrund steht. Da kontrolliere ich und da wird auch so durchgezogen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist nicht schulig. Was schulig? Schon zu spät. Wir haben gar keine Uhr. Ich kann es denn. Ich kann jetzt alleine machen. Machen wir einen Flug. Happy Landing! Der Richie Papst, der Biologielehrer ist, in der Kante Abendschnellerland. Richie, ich brauche deinen Schirm zum Fliegen. Was? Ich brauche deinen Schirm. Meiner landet so schnell. Sicher nicht. Weiter haben wir den Samuels Tiefenweger, der auch bei uns arbeitet. Er ist gerade Vater geworden, kürzlich. Und links, ob ich verlagere, nicht verlagere. Also die Flugschule Abendschnell ist natürlich im Abendschnellerland top integriert. Vor allem auch mit den örtlichen Landwirten kommen wir bestens aus. Jawohl, Sami! Jawohl, du Sakrament! Jawohl, du Grässer! Also, was natürlich auch hervorragend ist, ist, dass wir im gleichen Gebäude einen Gleitschirmhersteller haben. Also, ist das die Aussicht? Wir haben auch ein super Verhältnis. Was mich zwar einfach ein bisschen komisch dünkt in letzter Zeit, schmeckt es so komisch. Und die Mitarbeiter sind auch, haben so eine gelbe Gesichtsfarbe. Ich weiss nicht, woher das kommt. Du verbringst 80% von deiner Zeit wahrscheinlich im Geschäft, oder? Und wenn du dann eben anders müsstest sein, wie du bist, das wäre ja eigentlich unmöglich. Also das Fliegen ist eine wunderbare Sache, aber dazu ist zu sagen, dass es überlebenswichtig ist, dass man auch sich selber nicht überschätzt und ein gewissenhaftes und seriöses Meteo macht. Scheiße! Der fliegt schon. Kannst du mit dem Infoband reden? Sittig der 13. Ist alles, du gehörst hin und flugst schon. Aber gute Zeit, bis später. Tschüss. Auch ich als Fluglehrer und meine Kollegen, wir wir halten uns immer an die Sachen halten und noch bei optimalen Bedingungen fliegen. Huren Schlauch! Ah! Und jetzt mal ein bisschen rum, einfach ein bisschen anbremsen und nachher einfach ein bisschen einwickeln. Kommt das schon gut? Du schau, also, natürlich bin ich an Frauen interessiert, das ist klar, aber wenn man die Sachen
so will machen, wie ich es gerade vorher beschrieben habe, also mit der Seriosität und das so genau machen mit meinen Hobbys, dann liegt da gerne rein. Was gibt es denn Schönes? Wunderbar, doch. Hallo? Hey, halt! Was ist denn halt. Da? Hallo? Nein! Still ab, still ab, still ab! Nein, still ab! Was machst du? Da bin ich nicht! Da bin ich nicht da! Halt! Das Wasser fasziniert mich, der Wassersport. Ich tue auch dort meine Leidenschaft ausleben. Und auch wenn es manchmal ein bisschen riskant ist, ich gehe dort auch ans Limit. Voll krass! Woo, I'm the king of the world! Also ich habe mir auch einen Kindheitstraum erfüllt. Und obwohl ich weiss, dass es gefährlich ist in diesen Geschwindigkeiten, aber ich musste einfach machen und habe mir hier ein Gefährt zugetan. Also das ist nicht zu unterschätzen. Also der hat ein paar Ross, ja. Also. Nicht zu unterschätzen da, hä? Ja, musst schon ein bisschen schauen. Du musst den Kopf bei den Sachen haben, sonst ist denn da schnell gefährlich. Die Kindheitstraum! Uiuiuiui! Eine Höllenmaschine, du! Wuhu! Let's roll. Get in my car, then go. Every girl wants to be a star for show. You know you are just. Das ist leider schon gesehen mit dieser Geschichte. Es ist zwar ein spezielles Völkchen hier in Wasserstellen, ich möchte es aber gleich nicht missen, die lustigen Leute von der Flugschule Abendschnell. Und wenn sie in der Zwischenzeit nicht gelandet sind, so hänge ich wahrscheinlich immer noch irgendwo im Himmel auf der Suche nach dem perfekten Flug. Happy Landing, ciao zusammen!